Mittagessen war der Knaller. Ah, natürlich wie immer viel zu viel gegessen. Schön Eis noch mit dazu und war der Wahnsinn. Nico hat noch mal so ein bisschen Sightseeing-Highlight, wo wir jetzt noch hingehen. Und dann schauen wir mal, was er da noch alles für uns hat, weil schon hier sein Hafen und sowas, das war ja schon der Knaller. Sah ja alles traumhaft aus. Und ja, ich bin gespannt. Hier war mal Kanone drin. Was für welche wahrscheinlich. Also der Nico hat nicht so viel versprochen mit seinem Highlight hier, mit der Kanonenstellung und mit dem Bunker hier. Optisch wieder wahnsinnig, wahnsinnig toller Spot. Und jetzt mal schauen, was er noch alles auf Lager hat und wie es weitergeht. The only thing you have to know is you need speed. Well, with four strokes, if you can, you know, like trial, slowly, you can do it. But if you completely stop, then it's... You have no chance. Yeah, okay. Du mit deinem Fahrrad da, du kommst doch dann auf. Yeah.
Ja, also. Also Nico hat nichts Größeres auf dem Programm gehabt. Wir haben auch jetzt die Zeit aus dem Arm verloren. Wir haben es ja schon 16:30 Uhr. Wir sind jetzt auf dem Heimweg, sprich der Tag neigt sich dem Ende zu. Und ja, es ist unser letzter Tag. Morgen geht es wieder heim, da wird wieder heimgeflogen. Wie soll man es zusammenfassen? Eigentlich unglaublich, in Worte schwierig zu beschreiben. Es ist einfach ein Erlebnis. Mit den Leuten hier auch, fahrtechnisch erlebt man hier richtig gut was. Wenn man Interesse jetzt hat, bei sowas mal mitzumachen und sowas, schaut unten mal in der Videobeschreibung vorbei, da ist die E-Mail-Adresse und Internetseite vom Veranstalter uwe-theilager.de. Und ich kann sagen, war eine mega geile Woche, hat einen Heide Spaß gemacht. Wir gehen jetzt nur die Bikes putzen. Und wenn der Uwe die mitnimmt, dass die sauber sind. Und ja, dann gehen wir noch zum Essen. Und morgen geht es in den Flieger. Ich hoffe, euch hat die ganze Videoreihe gefallen. Und mal sehen, wie es weitergeht. Und bis dahin sage ich, macht's gut. Und da sind sie.